Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ja, gestern haben wir die Mission fertig gemacht mit dem Prometheus-Tuch und wir haben den Söldner, die steinerne Faust, Talos besiegt. Und ja, jetzt wollten wir die zwei Quests, schon wieder Quests erledigen, damit wir Level 6 erreichen und somit zur Insel Magirs reisen können. Entschuldigt. Muss mich erstmal an den Namen noch gewöhnen. Um dort einen Feldherrn zu stürzen und den zu töten. Da sich ein großer Krieg anbahnt. Und ja, wir haben auch eine stylische, fetzige Rüstung. Also wir haben auf jeden Fall die Rüstung von unserem Söldnerkumpel an. Die stylische Assassinenkapuze von ja, unserem Auftraggeber bekommen. Und dann haben wir noch ein paar neue Stiefelchen und einen Gürtel. Ja. Also, wir sind relativ gut ausgestattet, also mit neuem Stuff und sehen gut aus. Könnte man schon fast meinen, ich spiele schon seit Monaten. Nein, war ein Spaß. Ja. Nun machen wir die Mission mit den Göttern, mit diesen Fake-Göttern, die dort unten in der Höhle gammeln und die Opfergaben der Armen annehmen. Ja. Und danach noch die Haiüberfahrt. Und ich hoffe, dass wir denn durch die beiden Missionen Level 6 erreichen. Wenn nicht, muss ich noch eine Nebenquest suchen. Auf jeden Fall können wir noch einen Ort entdecken, da können wir auch noch mal ein paar EP sammeln. Und ja, ich würde sagen, wir fangen damit auch an. Erstmal Questmenü öffnen. Der große Bruch beeindrucke Level 5, aber ich dachte, ich kann erst ab Level 6 losreisen. Ich mache erstmal hungrige Götter. I need a boat. I should go see the shipbuilder. Wir haben ein Pferd und ich nutze es einfach nicht. So, aufsitzen. Come on, everybody. So, da wären wir. Hungrige Götter, let's go. Okay, wir wollen auch nicht zu viel Eisenbrocken mitnehmen. Damit können wir dann halt, ja, 20 Waffen reparieren, aber momentan brauchen wir das noch nicht. Someone dropped offerings here. Looks like they were trying to carry them away behind the statue. There's a draft here. A crack in the wall. Erkunde den Bereich hinter der Mauer. I should try to stay out of sight. What are you doing here?
Okay. Oh, fuck, ich will ausweichen. Bandits all along. People should have known something was off. And here's all their loot. Jo, Banditen, die Menschen verarschen. Söldnergürtel. Bandits, okay. So. All I can offer you is devotion, but I need your help. I'm poor. I have 4 hungry children and nothing else. I weave baskets for the market, but my cart is ruined. How can I repair it or sell my wares without it, without you? I'm listening, child of Hermes. Oh, mighty God, I beg you, help me. Your prayer is heard. You will find riches at your door sooner than you expect. I knew you'd listen. My every sunrise and sunset is yours. Everything beneath my humble roof in Sami is devoted to you. Yes. Now, go home and wait for fate to intervene. I will, great God, I will. Well, if money is what she needs, the bandit's stolen loot will do just fine. Oh. Ja, ich würde sagen, dann machen wir die Quest doch gleich. Was auch immer das da gerade war. Was auch immer das für ein Vieh war. Ja, wir haben jetzt der jungen Dame versprochen, dass wir ihr Reichtümer bringen. Dieses Versprechen müssen wir leider auch einhalten. No gods in the caves, only bandits stealing people's hopes and drachmi. I knew it! Thieves! At least you know you won't face Zeus's wrath. Maybe he'll take pity on you. I hope Zeus bring his wrath on those bandits. Don't worry, I brought mine. That should be good enough. Quest abgeschlossen. So, oh, wir sind sogar schon fast Level 6. Mmh.
Just like she said, the cart looks pretty worse for wear. Looks like these new baskets were off to market until the cart broke. This should help. Better them than the bandits. Carissimi, it is royal. Oh nein. Ernsthaft, da fehlt noch so ein kleines Stück. Ich glaub es nicht. Aber ist nicht schlimm. Ich würde gerne hier mal eine Markierung setzen. Und los geht's. $500. Nein, ist ja nur ein Pferd. Die belästigen niemanden mehr. Away we go. Come on. Sternenobservatorium entdeckt. Jemand ein Foto geschossen. So, zurück. So war das jetzt nicht gemeint. Come on. Banditenanführer töten. Oh, wollen wir das noch schnell machen? Ein bisschen skillen. So, was wir hier alles erkunden.
Ja, gut. Was für ein Klettermax. Davos hat die Mission für mich, okay. Ich würde gerne mal gucken, was Davos sagt. So, hat man auch gleich einen Videotitel. Mystios, you must help me. Must I? If you know what's good for you and your bears, you'll take pause. I'm listening. I'm an exile from Athens. Though by looking at me, I'm sure that's impossible to believe. A successful exile, at least. Who should offer enough to keep me interested? You have a good eye. What's the problem? It's my brother Ornios. He's been captured by bandits. We were attacked when our ship landed. They must have smelled our wealth from across the water. I managed to escape, but he's stuck in a cage on a dock like a beast. And you want me to rescue him? Bring him to me with not a hair on his head disturbed, and I'll pay you well. I'll rescue your brother.
Okay, probieren wir es. Yes, yes, of course. Drachmi is the only language you Kefalonians understand. I'm not Kefalonian. Och nee, dieser scheiß Wolf, wirklich. Bam. Meister des Speers. Schalte 50 Gegner mit einem Speer aus. Oh, the gods are my witness. I swear. Witch. What? What difference does it make? All of them, I swear, all of them! I have never heard so much fucking god talk from one man in all my days! Let him go. No one on this island is allowed to say that word! Der Zyklop. Did it hurt your feelings? I don't like it when people call me that! Oh, I didn't. But you're so fat. I mean, big, strong. You really do only have one eye. Oh, my eye. Give it to me. Give it to me, and I won't kill Marcos for having you steal it. Give it to me! You want it? Oh, wie eklig! Go get it. Oh, oh. Na klar. Muss das sein, wirklich? Oh.
Du Sohn einer Hure. Oh, da kommt ja noch einer. Mann, ist das ein anstrengender Kampf, wirklich. Es werden so viele kommen und dann alle so viele aushalten, ey. This used to be a nice village, but now it's just a nest of anarchy and crime. Krimineller. We shouldn't delay here any further. Even rats like these have friends on Kefalonia. Not an animal. How dare they lay their filthy hands on me? And you, here, at Rahmi von Trevor. Your brother sent me. Oh, how quickly he's found himself. To be clear, I'm the one rescuing you. And if it wasn't for your brother's money, I'd gladly feed you to the pigs. Now let's go. Stay close and shut up. Oh Mann. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ein komplettes Dorf voller Banditen befreit. Und den Zyklopen haben wir jetzt auch kennengelernt und getötet. Ornios, reunited again. I don't know where you find these ruffians, brother, but they do get the job done. This is touching. But you owe me drachmi. You proved yourself useful. Get yourself something nice. Yeah. Oh shit, das war ein bisschen zu doll. Good thing you're on my side. They really seem to fear you. Wo soll ich den jetzt hin eskortieren? Wo rennst du mit mir hin? Okay. I can't thank you enough. After spending most of my life at sea, it would have been absolutely shameful to drown in a pot. Ah, where are my manners? I am Varnavas, captain of the Adrestia. Well, Varnavas, I'm pleased to meet you. I'm Alexios, Mystios by trade. Oh, but you're much more than that, I'm sure. What do you mean? When they forced my head underwater, I prayed to the gods. And when they pulled it out, there you were. Weil wir bescheiden sein und angeben. You called, and I answered. Many claim to have blood of the gods in their veins. You're the first I actually believe.
So you have a ship? Of course. Gods forbid I'd end up stuck in this place. Where is it now? Thanks to you, it's still in Sami Harbor, where I left it. Perhaps the fates brought us together after all. I'm in need of a ship and a crew. You saved my life! It would disgust the gods to not offer it in return! So, that's a yes? My ship, my crew, and my services are yours. You truly aren't from around here. Haha! Gods, no! And I thank them for that! Come now and see the Adrestia! Ja. Gruppe Banditen rettete, wusste Odessa, wer der große Bruch, offene Schuld. Okay, ich würde sagen, wir haben ein Schiff und eine Mannschaft. Damit geht's in der nächsten Folge auf nach Meg. Ich muss mir nochmal den Ort angucken. Ich will hier nichts Falsches in dem Video sagen, weil das ist ja peinlich, ne? Also. Wo ich den Ort gesehen gehabt habe. Hier, Megaris. Ha! Ja, mit dem fahren wir jetzt nach Megaris und dort werden wir uns den Feldherrn schnappen. Wir haben uns gerade recht gut bewiesen mit dem Speer. Haben wir die Banditen gut ausgeschaltet. Wir hatten zwei Dicke dabei, wir hatten einen Banditenanführer. Und der hat ja auch schon was drauf, hat einer noch mit Giftpfeilen auf uns geschossen. Also ich würde sagen, wir haben uns gegen 5-6 Banditen zeitgleich sehr gut behauptet. Das sollte eigentlich einen guten Ansporn geben für Megaris, dass wir dort natürlich den Feldherrn besiegen, der natürlich weitaus stärkere Gegner hat. Also für uns natürlich seine ganze Armee und allem drum und dran. Die haben eine bessere Kampfausbildung genossen, die haben bessere Waffen, die haben bessere Rüstung. Aber wir sind ein Assassine, wir jagen im Schatten und wenn es sein muss, natürlich kämpfen wir auch im Nahkampf. Scheißegal, wir werden die Feldherren töten und unser Ziel erreichen und alle vor einem Krieg bewahren. Und wenn nicht, hey komm, ich habe eine Mannschaft, da holen wir noch ein paar dazu und dann machen wir selber einen Krieg. Also es wäre auf jeden Fall ziemlich lustig, wenn das gehen würde, ne? Auf jeden Fall, war das eine sehr coole Folge, die Quests waren gut gemacht, ich bin froh, dass wir dort hingegangen sind und die Quests erledigt haben, Zyklopen haben wir kennengelernt und damit ist aber auch schon wieder die Folge so langsam zum Schluss, was heißt langsam zum Schluss, die Folge ist zu Ende, wir sind schon 4 Minuten drüber, wir haben Level 6 erreicht, wir haben ein Schiff gratis bekommen, mussten keine Drachenmarmen ausgeben und können in der nächsten Folge nach Megaris reisen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt und sagt, Mensch, der macht coole Videos, ich würde den gerne weiterhin begutachten, dann lasst auch gerne ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke neben dem Abo-Zeichen, so erfahrt ihr immer, wenn eine neue Folge online ist. Ja, und in der nächsten Folge, wie gesagt, begeben wir uns nach Megaris, wo wir dann den Feldherrn auffinden und töten. Ja. Das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge, was passieren wird. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt Assassin's Creed Odyssey. Und damit bin ich raus. Tschüss, bis zur nächsten Folge.